Unsere Klositze waren mal weiß, heute sind sie gelb. Ja. Generell Schulklos, ne? Wie ich die gehasst habe. Ich habe die immer gemieden. Zumal da auf unseren Schulklos damals sowieso nur Drogen gedealt wurden. Ohne Spaß. Ja. Und ich glaube, die Lehrer wussten davon, wussten aber auch nicht, was sie dagegen tun sollen, beziehungsweise sie hatten, glaube ich, auch Angst. Ne? Warte mal, wir machen mal Folgendes. Die Erde kann ja später dann nochmal hin. Wir müssen ja erstmal dafür sorgen, dass wir hier Platz haben zum Richten von Gedöns. So. Nein, nicht so. Nein, nicht so. Verdammt. So. Dino. Achso, ich kann jetzt auch wieder die Höhlen-Playlist wieder ändern, ne? Moment. Tut mir so, warum dudelt mir Castle Crashers hier ins Ohr? So. Wir hatten weiße Klos mit schwarzer Klobrille, eher lecker. Ist auch so ein bisschen toll, ne? Also gar nicht. So. Kann hier jetzt fröhlich Whetstone verlegt werden? Verdammt, so. Ich hoffe, mein Whetstone wird reichen. Sonst machen wir halt erstmal was Provisorisches. Dass wir, keine Ahnung, hier irgendwo einen Schalter rausmachen oder so. Ich habe keine Ahnung. Weil theoretisch würde ich halt gern einen Schalter bis nach da hinten hin machen. Nur glaube ich fast, dass das nicht reichen wird von der Entfernung her. Ne, wir haben jetzt hier 7, 14... 21. Aha, es wird nicht reichen. Oder? Hm. Ich glaube, es wird irgendwie um zwei, drei Whetstone nicht reichen. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. So, jetzt richtig hier, ne? Warte, warte, warte. Wurde, wurde. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Nein, verdammt. So wird zu dem mal konzentriert. Ja doch, wäre richtig. Von dem, was ich so grob vorhabe. So. Beziehungsweise müsste ja dann noch einen runter. So. Bitte warten. Wir hatten noch MS-DOS an unsere Schul-PCs. Oh. Das ist echt die Härte.
das ist echt die Härte. Also wir hatten damals, das war damals, nannte sich Orientierungsstufe, ja, 5., 6. Klasse vor dem Übergang zu Gymnasium, Hauptschule, Realschule. Was, keine Ahnung, wahrscheinlich heutzutage, glaube ich, Gesamtschule inzwischen wieder heißt. Wir hatten da ein PC im Klassenraum stehen. Da hatten die Lehrer damals keine Ahnung von. Und da hab ich dann und andere dann diverse Spiele halt drauf installiert, wie zum Beispiel Caesar 3, Age of Empires und hast du nicht gesehen. Damals auch CS, glaube ich. Ja, irgendeine CS-Version, ich weiß nicht mehr. Müsste damals vor 1.6 gewesen sein. Ja, also ganz alte CS-Version. Ja, sowas gab es. Und ja, sowas hat man dann halt installiert. Warum? Weil die Lehrer hatten eh keine Ahnung, was da auf dem PC war. Diesen PC haben wir auch eigentlich nie, sag schon, wie heißt es hier, unterrichtstechnisch wirklich gebraucht, weil Lehrer haben keine Ahnung. Ist halt so. Und du sagst ja, du interessierst dich nicht für Sport. Guckst du wenigstens die Spiele der Nationalmannschaft? Nein, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Weißt du, so gar nicht, gar nicht, gar nicht. So, lass mal hier einen Repeater setzen. Hallo? So. Muss mal ganz kurz gucken. Ob das jetzt hier so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich nicht. Ja doch, das klang gut. Ja, okay. Das haut hin. Ich muss schlafen gehen. Ja. Moment. Also wenn ich sage, Sport interessiert mich nicht, dann interessiert mich das wirklich nicht. Ist halt nicht meine Welt. Und ich gucke auch gar kein Fernsehen. Ich weiß, das wird jetzt einige wieder verschrecken, aber ich gucke kein Fernsehen seit 2006. Warte. 2005, 2006? Irgendwie so ein Dreh. Seitdem gucke ich nicht einmal Fernsehen. Ich habe auch gar keinen Fernsehempfang. Seitdem ich von zu Hause ausgezogen bin, hatte ich nicht einmal Fernsehempfang zu Hause. Weil es mich auch nicht interessiert, was im Fernsehen läuft. Ja. Ja, genau so wollte ich runterfallen. Apropos runterfallen, ich musste mal was essen. Ach ja. Ja, super, jetzt habe ich wieder keinen Platz für das Zeug. Ist es doch nicht wahr. So, wie lang gingen denn jetzt hier Whetstone-Signale? War es auch 8 Dinger? Ach, ich habe keine Ahnung. Machen wir mal einfach mal sporadisch hier was hin. Klappt gut. Können wir mal hier das hier wegpacken? Da habe ich zumindest die Kohle. So, und dafür pack mal das hier ganz kurz weg. So. Ja, das reicht nicht ganz. Achso, hier ist auch unterbrochen. Ha. Okay, sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ich habe es halt nur nicht eben gehört hier mit dem Whetstone. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. So, heute brauchen wir gar kein TV mehr. Ja, das stimmt auch nochmal oben drauf. Wenn du was gucken willst, dann gibt es immer noch das Internet. Ja, das nette Internet. Ist halt so. So.
Theoretisch müsste ich dann irgendwo hier dann nochmal einen Repeater setzen, ne? Ungefähr. Ja, sieht gut aus. Gehen wir hier raus. Machen wir hier so weit hin. Und jetzt machen wir hier den Hebel hin. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Sollte so funktionieren. Theoretisch. Praktisch. Ja, mal gucken. Ja, das klappt. Sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Dann können wir nämlich hier ein bisschen Kies draufsetzen. So. Hier unten ein bisschen Erde rein, damit dann da später Wasser drauf kann. Schaust du Animes? Und wenn ja, welche? Ich schaue ganz selten Animes, aber Animes gucke ich mir tatsächlich irgendwie lieber an als, warte, als herkömmliche Serien. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin immer noch dabei, mir irgendwie endlich mal Naruto zu Ende anzugucken. Es kann noch ein bisschen dauern. Sonst halt meistens so Animes, die, keine Ahnung, 20 Folgen gehen oder sowas, ne? So standardmäßige Staffellänge. Ja, etwas, das halt jetzt nicht ganz so lang ist. Ja, jetzt wie zum Beispiel, oh Gott, ich meine, ist auch schon wieder ein bisschen her, da ich das letzte Mal wirklich vernünftig Animes geschaut habe, weil wegen zu wenig Zeit. Aber halt Elfenlied war halt auf jeden Fall eins von denen, die ich irgendwann mal geschaut habe, dann aber halt auch wirklich eine Nacht lang durchgesuchtet, auch egal, dass ich dann halt am nächsten Tag dann früh raus musste. Elfenlied hat mich wirklich hart gefesselt. Oh Gott. Es fällt mir nicht ein. In einem Anime, wo das Mädel da Kleid hat, das sprechen kann und all sowas. Oh Gott, ich komme nicht mehr drauf. Es ist so lange her. Berserk habe ich gerne geguckt. Auch wenn, ne, Berserk halt immer noch anders ist als der Manga dazu und also. Womit guckst du Frauentausch? Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Ich mach da mit! Nein, Quatsch. Ich glaube nachher noch jemand. Nee. Also, nee. Bei aller Liebe. Nein. Einfach nur nein. Kill la Kill, ja genau, das ist es. Das ist es. Und ich müsste jetzt echt googeln, wie manche andere Animes hießen. Ich komme auch gerade so aus dem Stegreif überhaupt nicht drauf. Weil ich gucke halt zu wenig Animes, aber wenn ich, ne, mal Zeit finde, irgendwas zu schauen, neben irgendwelchen YouTube-Videos, dann ist es tatsächlich halt irgendwelche Animes. Ne, weil so herkömmliche Serien gucke ich dann doch eher selten. Bis gar nicht. Ich glaube, die letzte Serie, die ich mal wirklich aktiv verfolgt habe, war Breaking Bad. Und The Walking Dead bis, ich glaube, Anfang Staffel 4. So die ersten 3-4 Folgen. Damals gab es halt dann nicht mehr Folgen davon, was ich da geschaut habe. Inzwischen gibt es ein bisschen was mehr, ist mir bewusst. Aber, ja, komm halt nicht dazu, ne? Weil wegen keine Zeit. Beziehungsweise halt nicht unbedingt keine Zeit, sondern halt dann, wenn ich zur Auswahl habe, was ich eher tun würde, zocken oder irgendwas schauen, dann ist es halt zocken. Ist halt so. Ne? So. Dann machen wir mal so langsam hier auch mal das Feld hier bereit. So, dann müsste es ja auch nochmal bewässern. Ist ja auch immer so eine Sache.
mit der ordentlichen Bewässerung. Ich weiß, wir sind hier mit dem Haus noch nicht wirklich irgendwie vorangekommen. Wir brauchen da noch die nächste Etage und dann halt auch noch ein Dach. Das wird noch lustig. Aber wir müssen uns ja auch ein bisschen um die Nahrungsmittel kümmern. Ja? Sonst wird das ja nichts.